Okay, ich glaube, es kann losgehen. Ich hau den ersten Talk auch auf. Los geht's. Always leave the clicker here, please. Immer den Klicker hier lassen, bitte. Hey. Just a minute. Eine Minute. I can already start, like, Nee, ich kann schon anfangen. There we go. So. This is about a little tool that I've Hier developed geht es um for ein quite a long kleines Tool, was time. ich für eine ganze Weile entwickelt habe, aber ich habe es nicht wirklich beworben. Und in letzter Zeit habe ich mir gedacht, hey, ich muss das für mehr Leute einfach benutzbar machen und auch ein bisschen bekannter. Also, es geht darum, dass man Webanwendungen hat. Zum Beispiel hast du eine persönliche Internetseite am Laufen, eine Firmenseite, einen Blog, was auch immer. Mit einem von diesen beliebten Content-Management-Systemen oder sonstigen Web-Applications. Manchmal haben sie Sicherheitslücken. Und vielleicht hast du vergessen, sie zu updaten. Und das ist schlecht und dann wirst du gehackt. Und dann enthält dein Blog auf einmal JavaScript als Cryptocurrency-Miner oder deine Geräte hauen Spam raus oder du bist plötzlich eine Phishing-Seite. Das ist alles ziemlich nervig und dein Webhoster sagt dir vielleicht, dass du den Schrott sein lassen sollst. Also lieber updaten oder WordPress benutzen. Ich würde gerne mal sagen, WordPress hat einen schlechten Ruf, aber ich denke, WordPress ist das sicherste CMS, was man kriegen kann, weil es sich selber updatet. Nehmen wir einfach mal an, ihr habt einen Server laufen für andere User, wie ich es zum Beispiel tue, und ihr wollt wissen, ob die User ihre Web-Applications updaten. Denn für dich als Server-Admin ist es natürlich auch nervig. Du würdest also mal nachgucken wollen. Und da brauchst du FreeWBS. Das ist das Tool, was ich für genau diesen Zweck entwickelt habe. So funktioniert's. Du schmeißt es an, gibst dem Pfad. Und dann guckt es sich das an und sieht, oh, da ist ein Joomla 3911, was eine bekannte CVE hat. Und Nextcloud und MediaWiki auch mit Fehlern. Also, so funktioniert es im Backend. Das sind die Daten, die es hat. In diesem Fall MediaWiki. Ich maintaine den Kram selber. Leute sagen immer, hey, du machst das manuell, geht doch nicht, aber es ist nicht so viel Arbeit, wie man denkt. Also, ihr werdet sehen, es gibt eine Safe-Version und es gibt ein paar ältere, die auch safe sind. Es gibt eine Vulnerability und wie man die Version detektiert. Hier gibt es eine Datei defaultsettings.php, die eine Variable WG-Version enthält. Das heißt, das ist eine MediaWiki-Version. Also, das Ding ist tatsächlich 12 Jahre alt, ich mache das schon eine Weile. Es ist Free Software, CC0. Du kannst damit machen, was du willst. Es ist in Python geschrieben und es benutzt String Matching und Regex, was ein bisschen hässlich ist, aber geht nicht besser. Und vergleicht das mit den Daten, die es selber hat. Also, versucht's, probiert's aus. Und ich versuche es benutzbar zu machen, aber es gibt ein paar Designentscheidungen, wo ich mir nicht so wirklich sicher bin, wie man das machen soll, insbesondere in Sachen Daten und wie man es updatet. Wenn ihr in Python gut seid und mal drüber reden sollt, wie es am besten geht und wie man das verbessern kann, redet einfach mit mir und probiert es einfach aus. Danke. Thank you. Danke. So, zunächst das Taschenforschungslabor. Hallo, guten Morgen. Ich bin Marc, bin ein Softwareentwickler. Ich rede über Hardware, was ein bisschen merkwürdig ist, aber ich erkläre das in ein paar Sekunden. Pocket Science Lab, Taschenforschungslabor, ist ein kleines Stück Hardware, mit dem du viele Sachen messen kannst. Und ich mag es zu benutzen. Das ist mein Set, ein kleines Labor. Das muss ich abends aus den Kisten kriegen, dann spiele ich mit meinen Controllern rum. Und dann tue ich es wieder in die Kisten rein, wenn ich fertig bin, weil das ist auch der Tisch, wo meine Familie Frühstück isst,
meine Frau Homeoffice hat und mein Sohn Legos spielt. Und hier spiele ich halt mit Hardware. Ich habe nicht so viel Platz für ein Oszilloskop oder sowas. Da bin ich sehr glücklich, dieses Taschenforschungslabor-Gerät gefunden zu haben. Du benutzt es, indem du es mit deinem Computer verbindest oder deinem Smartphone mit USB. Mit Wi-Fi wird gerade entwickelt. Das haben wir bald. Ihr installiert die Software. Da komme ich gleich noch zu. Und dann verbindest du einfach Dinge damit durch diese Kabel und Pins. Dann kannst du mit Arduinos oder sonst was spielen. Und mit deinen kleinen Pins und Kabeln wird das halt alles verbunden und ganz funktioniert ganz gut. Die Software hat verschiedene Bildschirme, viele verschiedene Use Cases, hat auch Hilfebildschirme, wenn ihr keine Ahnung habt wie ich. Dann könnt ihr auf den Hilfebildschirm gucken und zeigt euch dann, wie ihr Sachen verbindet, wie ihr Sachen messen könnt und was du einfach mit der Device, mit dem Gerät machen kannst. Die Software kannst du von auf der Webseite kriegen, pslab.io. Aber die Telefonsoftware kriegt ihr auch von Google Play oder F-Droid. Was kannst du damit machen? Du kannst damit ein Oszilloskop ersetzen, einen Logikanalysator. Wenn du, wie ich, nicht so viel Platz hast, willst du einfach nur dieses kleine Gerät haben. Oder du reist viel und du willst nicht so viel Kram mit dir rumtragen. Dann kannst du auch Testdaten erstellen, Wellengenerator, es hat eine programmierbare Powerquelle, kannst da Sensoren mit verbinden und kannst von den Sensoren Sachen anzeigen lassen oder analysieren lassen. Was ich vergessen habe, ist, ich bin nicht der Entwickler des Geräts, ich bin nur ein Nutzer und ich bin sehr glücklich, es gefunden zu haben. Also, wenn ihr das Gerät mögt, wenn es interessant aussieht, kommt einfach zum Forsch Asia Assembly. Die haben da diese Geräte und Kabeln und Sensoren, dann könnt ihr damit rumspielen. Ihr könnt es kaufen, wenn ihr wollt. Vielleicht ein paar Tipps kriegen, wie man es selber bauen kann. Das ist nämlich Open Hardware. Das ist alles frei. Die werden da bis Mitternacht sein, haben sie mir gesagt. Also, wenn du das Gerät magst, wird es ganz cool, wenn ihr mal vorbeischaut. Dankeschön. Thank you. Danke dir. Next up is JMAP. Zunächst JMAP und LTTRS. Hi, I'm Daniel. Hallo, ich bin Daniel. Also, ursprünglich habe ich vor ein paar Jahren Interesse hierfür entwickelt. Ich wollte endlich mal meine eigene E-Mail selber hosten. Ich habe nach einem E-Mail-Client für Android gesucht, der eine ähnliche UX wie Gmail hatte und konnte nichts finden. Also dachte ich mir, wie schwer kann es sein, meinen eigenen zu schreiben, der mich einfach in meine E-Mail gucken lässt. IMAP ist das Protokoll, was die meisten E-Mail-Clients nutzen. Also, stellt sich raus, IMAP ist ein bisschen Mist. Es ist ein Extensible-Protokoll und man braucht einiges an Server-Side-Extensions, um eine gute UX zu liefern. Als Client wird von dir aber auch erwartet, mit Servern klarzukommen, die keine solchen Extensions haben. Und das macht deinen Client-Code ziemlich groß. IMAP benutzt keine üblichen Serialisierungsformate wie JSON oder XML. Man kann also keine Standard-Library benutzen, um das Ding zu parsen. Und selbst wenn ich durch den ganzen Mist durchgearbeitet habe, musste immer noch MIME-Parsing machen, was auch wieder kompliziert ist. Und das Senden braucht dann wieder noch ein neues Protokoll. Zum Glück gibt es eine Alternative dazu, nennt sich JMAP. Was ist JMAP? JMAP ist im Prinzip IMAP mit all den coolen Extensions. Und es zwingt den Server damit, mit dem ganzen MIME-Parsing klarzukommen.
sodass im Prinzip eine JSON-Struktur mit den ganzen E-Mail-Daten zum User geliefert wird. Es ist stateless und braucht keine persistente TCP-IP-Verbindung. Du wirst es wahrscheinlich auch hassen, dass Mobiltelefonverkäufer Background-TCP-IP-Verbindung durch Apps nicht zulassen. Da musst du irgendwie mit klarkommen. Und für einen Client-Entwickler macht JMAP das Ganze also deutlich einfacher. Aber es ist trotzdem noch voll kompatibel mit IMAP. Es kann also mit der serverseitigen Datenstruktur interagieren. Und du kannst auch ein IMAP und JMAP-Client parallel fahren. Und die Server-zu-Server-Kommunikation wird gar nicht angetastet. Das war es, was mich persönlich zu JMAP hingezogen hat. Aber es ist nicht alles an JMAP. Denn JMAP ist eigentlich ein Datensynchronisationsprotokoll. Mehr ein Ersatz für Active Sync als ein Ersatz für IMAP. Und in der Zukunft wird es auch mit Kalendern und Kontakten und so weiter umgehen können. Also, was JMAP nicht ist, man muss mit einigem Legacy-Mist noch leben können, zum Beispiel Text- und HTML-E-Mails. Es wird für Endbenutzer keinen großen Unterschied machen. Wenn du einen gut funktionierenden JMAP-Client hast, dann wirst du den Unterschied nicht bemerken. Aber für einen Client-Entwickler macht es sehr viele Dinge sehr viel einfacher. Und deswegen habe ich einen Client geschrieben. Das ist nicht wirklich viel Code. Das Ding basiert auf JMAP-Libraries. Und es funktioniert im Prinzip wie ein Headless-E-Mail-Client. Es tut alles, was ein E-Mail-Client tut, außer User-Interface. Also Senden von E-Mails, Archivieren, Flagging, Unflagging, gelesen, nicht gelesen. Die App selbst ist relativ limitiert. Kein Tralala, keine Settings. Ich wollte Settings vermeiden, denn das führt zu Feature-Creep und das ist doof. Es ist stark von Gmail inspiriert. Im Prinzip kann dasselbe Backend auch ein Command-Line-Client antreiben oder füttern. Also, was kannst du damit machen im Moment? Text-E-Mail lesen, E-Mails verarbeiten, als gelesen markieren, als wichtig. Du kannst E-Mails schreiben und ein bisschen antworten. Und es wird entsprechend die IDs matchen. Aber es wird sie nicht zitieren. Das Problem, die größte Hürde im Moment ist, dass die einzige Software-Version für Server unterstützt wird, eine nicht stabile Git-Version von Cyrus ist. Und, oh, mir geht die Zeit aus. Ich suche immer noch nach Leuten, die mir helfen können mit dem Projekt. Und ich bin beim Kongress verfügbar, wenn wir uns treffen sollen. Und hier sind ein paar Links, die ihr euch vielleicht reinziehen wollt. Danke. Next up is Batch Magic. Jetzt gleich kommt Batch Magic. Das ist nicht die Reihenfolge, die wir hier hatten, aber wir sind dabei. Yes. Hallo. Okay, so this is really a great lightning talk. Also das ist eine tolle Session, weil wir früh sind. Ja, großartig. Vielen Dank, dass ich hier die Gelegenheit habe, ein paar Updates über unsere Batch Magic Projekt zu teilen. Das ist ein Wireless Projekt. Das ist, und das ist natürlich magisch. Dann könnt ihr magisch Text und so weiter auf diesen Namen-Batches senden. Und das ladet ihr einfach mit der USB, bei Batterie durch USB. Diese Batch kann man mit Bluetooth zugänglich machen. Wir machen dann eine Android-App für und wollen dann noch mehr Apps für machen, auf anderen Clients, zum Beispiel auch iOS. Und die Geschichte dahinter ist, wir haben diese coolen Badges überall gefunden, alle mögen Lichter und blinkende Dinger am Congress. Und wir haben diese App, die ist chinesisch, die ist bunt, obwohl die Badge nur eine Farbe hat. Und das ist ein bisschen problematisch und Leute wollten neue Sachen damit machen. Also, wie machen wir daraus eine Open-Source-App? Wir haben eine große Community, aber das sind meistens Frontend-Entwickler, Leute, die Dienste aufsetzen können, nicht so viele Hacker und Decoder.
Darum waren wir sehr froh, aber diesen Menschen hier gefunden haben. Auf Hacker News und so weiter, da war einer, der gesagt hat, lass uns das reverse-engineeren mit den ganzen Namebadges mit Bluetooth. Das hat er auch geschafft, hat einen Blogpost hochgeschickt und mit großem Hackergeist hat es auch online getan auf GitHub und hat das geteilt. Und wie man auch im Kongress sieht, das sind so viele coole Ideen, aber viele Hacker haben so ein bisschen, ich habe es gehackt, es funktioniert für mich, es funktioniert auf meiner Maschine, hieß der Code, macht was ihr wollt und sie machen was anderes. Aber das, diesmal ist es sehr nice, weil zum Beispiel auf dem Force Asia Gipfel oder in Berlin wollen wir, dass alle diese Badges benutzen können. Wir haben einen Ruf in die Community gemacht, mit der wir arbeiten, zum Beispiel in Singapur und Vietnam. Wir haben diese großartige Community gebaut, um Force Asia, freie und Open Source Lösung, auch Hardware. Wir haben auch diesen Hack, lass uns da eine App draus machen. Wir haben also alle eingeladen, Leute sind dazu gekommen. Wir haben jetzt diese App. Und ja, das sieht sehr, sehr cool aus, sehr nett. Und natürlich ist es auf F-Droid, ist es im Play Store. Wir haben noch ein paar, müssen noch ein paar Sachen lösen und es ein bisschen leichter machen, aber es funktioniert größtenteils. Wir haben es auch schon auf dem Camp gehabt. Und das ist sehr cool. Du kannst Clipart haben, verschiedene Richtungen für Text und viele Sachen damit machen. Du kannst es schneller oder langsamer machen, alles Mögliche damit schreiben. Also ein paar Entwicklungen sind passiert in den letzten paar Monaten, zum Beispiel machst halt dein Badge und du baust da viel mit rum und machst Clipart, machst es sehr nett und möchtest es mit anderen teilen, mit deinem Partner oder deinen Freunden oder so. Also haben wir jetzt Export-Badges, mit denen ihr deine Konfiguration teilen könnt. Und auch sehr cool, die Original-App hat nicht, dass man damit was malen kann, aber jetzt hast du so einen Malmodus, wo du auf der Badge malen kannst. Und das ist jetzt so ein Feature. Und das sind auch mehr Sachen, die es machen kann. Und natürlich hatten wir Crashes, die haben wir viele gefixt. Interessanterweise waren die meisten EntwicklerInnen aus Malaysia oder Vietnam. Die benutzen nicht lateinische Buchstaben. Also kommt es aus China, aber die haben diese Schrift natürlich nicht unterstützt, das haben wir auch gefixt. Also kommt zu uns mit GitHub oder über den Channel oder kommt zu unserem Contest. So laden wir auch mehr Leute ein, mitzumachen bei unseren Projekten bei Force Asia. Das ist ein Coding-Wettbewerb, wo die Gewinner eine Reise nach Singapur im März gewinnen können zu unserem Event. Und Badge Magic gehört jetzt zu unserem Wettbewerb. Wir haben im Halle 2 ein Decentralization Cluster haben wir Force Asia und wir machen viel mehr Dinge. Ihr seht das hier vielleicht, das ist, könnt ihr vielleicht erkennen, dieser Ventilator. Und diese Ventilatoren können so Worte drauf haben und das ist unser nächstes spaßiges Projekt. Vielleicht auch das in die App tun, wo man dann diese Ventilatoren konfigurieren wird. Vielleicht das iOS bringen, so ich benutze es nicht, aber viele Leute hier benutzen es. Vielleicht sollten wir diese App haben. Und da haben Leute gerade erst daran angefangen, also wenn du mitmachen willst, einfach mach das einfach. Die Hardware soll auch gern open sein. Wir haben dann nicht genug Projekte bei Force Asia. Oder sie sagen, das ist zu einfach für mich. Aber vielleicht möchte das jemand anders machen und die Hardware machen, damit die auch open ist. Vielen Dank. Kommt zu uns in Halle 2. Next up is Path Auditor. Als nächstes ist es Path Auditor. There you go. Los geht's. Hi everyone, my name is Zero. Hallo alle zusammen, ich heiße Zero. Ich stehe eigentlich mehr auf Speicherbugs, aber das ist ein bisschen was anderes diesmal. Eine andere Sorte Vulnerabilities, die so ein bisschen ihre eigene Behandlung verdient. Denn im Prinzip, solange es am Ende eine Shell ausspuckt, reicht's uns. Also, Privilege Escalation. Nehmen wir mal an, ihr habt sowas hier. Irgendein Prozess führt das hier aus als Root und ist renamed tempfu by x zu tempfu by x. Also das macht keinen Sinn. Du kannst
einen Ordner nicht in sich selbst bewegen. Das soll nicht funktionieren. Aber das hier ist tatsächlich eine Privilege Escalation Vulnerability. Um zu verstehen, warum, müssen wir einmal gucken, was der Kernel tatsächlich macht. Der Kernel kriegt den syscall, nimmt sich das erste Argument und löst es auf. Also slash temp foo bar. Nimmt sich die Referenz dazu und dann geht es zum zweiten String. Und das ist wieder slash temp foo bar. Wir slash temp foo. Aber in Linux gibt es Symlinks. Also was hier, wenn jemand hier reinschreiben kann und Symlink durch ein Bar setzt, dann kann man das aber umleiten nach zum Beispiel etc und es wird in einen anderen Ordner gestopft. Denn als Root ist das schlimm, denn ein User kann eine beliebige Datei nach etc cron zum Beispiel bewegen und damit machen, was er möchte. Es gibt hier zwei Einschränkungen, die ich erwähnen möchte. Nummer eins: Rename funktioniert nur, wenn es im selben Dateisystem ist. Es wird sich nicht von einem zum anderen Dateisystem bewegen lassen. Wenn temp einfach ein Ordner ist, wird es funktionieren. Wenn es ein tempfs ist, wird es nicht funktionieren. Das andere ist, temp ist meistens sticky und Symlinks benehmen sich in Stickies seltsam. Ja, auf jeden Fall. Ihr werdet euch wundern, warum ich so ein kompliziertes Beispiel benutze. Denn diese Klasse von Bug, da gibt es viel bessere Beispiele, die viel einfacher zu verstehen sind. Na, das war ein echter Bug. Es gibt ein Tool namens Temp Reaper, was versucht, alle Dateien in Temp zu löschen. Und es hat genau das gemacht, um rauszufinden, ob was löschbar ist. Also finden wir diese Probleme auch at scale. Es ist eine sehr einfache Idee, die überraschend einfach funktioniert. Ja, wir können einfach auch hook all the functions. Wir können in jeden Prozess, der root ist, einen Hook reinhängen, uns alle Funktionen ansehen, die wir finden können, open, rename, was auch immer. Und immer wenn das Ding gecallt wird, guckst du in den Path und guckst nach, kann man als User irgendwie an diesem Path rumfummeln. Es könnte Nebeneffekte haben. Es hängt davon ab, wie die Werte benutzt werden, was der Function Call im Moment am Ende genau ist. Aber im Allgemeinen ist es ein Bug, wenn sowas passiert. Also, ich und ein Mitarbeiter von mir, Martha, haben dieses Tool geschrieben. Ihr könnt das auch probieren. Ihr baut diese Library, libpathalter nennt sie sich. Ihr benutzt ldpreload, um die Library in einen anderen Prozess zu laden. Und dann können wir override, open, rename und so weiter überschreiben. Und gucken, ob der Path eine Verwundbarkeit enthält, wie diese. Und danach gucken wir einfach in syslog, sehen die ganzen Alerts und gucken sie uns manuell an. Aber allgemein macht das ganz schön Spaß, denn es gibt oft so schräge Nebeneffekte. Zum Beispiel in einem Fall versuchte ein Shell-Script, eine PID-Datei zu schneiden, um zu gucken, ob ein Prozess noch lebt. Aber wenn man über einen Symlink eine beliebige Datei durchsägt, dann kann es sein, dass der Inhalt der Datei plötzlich in Arguments landet und die Arguments sind sichtbar, also könnt ihr im Prinzip arbiträren Inhalt ins syslog dumpen. Kurz, ihr könnt den Kram auf GitHub finden. Bei Fragen könnt ihr mich anpingen oder hier beim C3, ich bin die meiste Zeit da. Und es tut mir leid, ich merke gerade, der Bild ist kaputt. Ich versuche das so schnell wie möglich zu fixen. Und bis dahin müsst ihr die Includes selber fixen, so wie es unten steht. Und dann sollte alles out of the box funktionieren. Wenn nicht, sag Bescheid. Und dann kann ich euch helfen, das Ding zu debuggen. Danke. Und als nächstes kommt dieser Talk. Finde ich mir interessant, wie man das spricht. Ich sage Axolotl. Ich sage Axolotl. Wir werden sehen. Okay, my talk is about Axolotl. Ich rede über Axolotl. Das ist dieses kleine Tier, das in Mexiko Stadt wohnt. Das stirbt nah am Aussterben wegen der Umweltfaktoren da. Axolotl ist aber auch die Verschlüsselung, der Verschlüsselungsmechanismus, der im Signal benutzt wird, im Signal Messenger. Der ist jetzt Double Ratchet umbenannt worden, also Doppelklinke.
Das ist ein Cross-Plattform-Signal-Client, der auf fast allen Betriebssystemen funktioniert, wurde mit Golang geschrieben, mit Vue.js, JavaScript-Frontend, kann die Nachrichten senden, Signal Desktop mit Linken, Gruppen erstellen, Anhänge versenden, kleine Geschichte, das wurde von einem Entwickler entwickelt, der für Canonical gearbeitet hat, während der Ubuntu Touch Phase von Canonical. War ein bisschen schwierig, als ich die Maintenance der App übernommen hat, weil es alles ein bisschen undokumentiert war und es war auch nicht von den Standard-App-Schreibwegen unterstützt, also habe ich das ein bisschen übernommen. Ich habe Golang-Support damit reingenommen für Ubuntu Touch. Ich habe eine Datenbank, Verschlüsselung übernommen, Systemnotifikation, Benachrichtigung. Ich hatte schon immer noch das Problem, dass beim Start der App die ganze Database geladen wurde. Und das war so ein bisschen, hat schon lange gedauert, wenn du 10.000 Nachrichten hast, die da laden müssen. Und wir haben dann Open Whisper kontaktiert, um Ubuntu Touch Support zu kriegen, für einen Push-Client und Push-Messages Nachrichten zu kriegen, aber die unterstützen nur Google und Apple. Im Sommer habe ich das Frontend umgeschrieben und habe es wieder umbenannt. Es wurde viel verbessert. Wir haben eine sehr gutes, schnelles User-Interface. Benutzeroberfläche, aber Open Whisper ist immer noch nicht interessiert, alternative Push-Clients zu unterstützen. Aber wenn jemand interessiert ist, können wir eine Merge-Request auf dem Signal-Server machen, auf dem GitHub. Ich glaube, es ist nur ein paar hundert Linien Code. Hier sind ein paar Screenshots. Das erste ist, das ist die QML-App. So funktioniert es auf Ubuntu Touch. Ich habe es auch auf Windows und Raspberry Pi zum Laufen gekriegt. Und ihr könnt euch registrieren. Wir brauchen immer noch ein bisschen Hilfe. Ich möchte das dann Package mitmachen, um das zu mehr Leuten zu bringen, die das dann benutzen können. Ich brauche auch Leute für die verschiedenen Systeme zum Testen, weil ich Windows zum Beispiel nicht benutze. Also fehlen mir da so ein paar Betriebssysteme zum Testen. Und ich auch brauche auch Hilfe bei ein paar Entschlüsselungsfunktionen, die nur im Java-Code der Signal-App benutzt werden, und ich muss das in Golang übersetzen, um Profilbilder zu zeigen oder die Signal-Identität zu beweisen. Und das ist das. Das könnt ihr ausprobieren. Seit ein paar Tagen ist es im Snap-Store. Da könnt ihr ein Snap-Paket installieren oder es von der Quelle runterladen und dem Windows-Build auf GitHub. Vielen Dank. Thank you. Next up is Congress Design on an Oszilloscope. Als nächstes Congress Design eines Oszilloskops. Congress Design auf einem Oszilloskop. Ja, hallo, ich bin Con und ich habe das Congress Design auf dem Oszilloskop gebracht. Also, was haben wir? Dieses wunderbare Congress Design von BleepTrack. Und wir haben den Congress Design Generator, der benutzt wird, um die Animationen und die Risse zu erschaffen. Das ist das Motto unseres Kongresses, Resource Exhaustion. Und diese Risse und diese scharfen Kanten, dachte ich mir, sind perfekt für ein Vektordisplay von einem Elektronenstrahl auf Phosphor gebrannt. Also habe ich mich entschieden, das Ding auf dem Oszilloskop drauf zu hauen. Was brauche ich dafür?
die Fahrtdaten in XY-Samples, denn ein Oszilloskop benutzt einfach einen Elektronenstrahl, um Bilder in Phosphor zu brennen. Und dafür braucht man eine X-Achse, um den Strahl in eine Richtung abzulenken und eine Y-Achse für die andere Richtung. Also brauche ich etwas, um diese Daten aus dem Browser JavaScript ins Oszilloskop rauszuziehen. Ich benutze dazu Paper.js. Das ist eine Library, um die der Generator rumgebaut ist. Sehr nice, sehr viele Features, wunderbar, um Animationen zu erschaffen. Und es war eigentlich sehr einfach. Man braucht nur einen For-Loop, verfolgt die Linie und berechnet die Punkte daraus. Und danach spuckt das Ding ein Array von Punkten aus. Der Audio-Teil. Ich benutze einen Audio-Output, um ins Oszilloskop reinzukriegen. Es gibt in JavaScript eine Full-Featured Audio-API. Man kann im Prinzip in dem Browser Musik mischen, während man Bitcoins meint damit. Und naja, nicht, hat bis jetzt noch keiner gemacht, aber es ist ein bisschen toll, es ist JavaScript. Aber wir haben hier Resource Exhaustion, also ist es vielleicht okay. Aber es ist eigentlich relativ einfach. Du baust dir einen Audio-Buffer, fügst beide Kanäle ein und dann ploppt das Ganze aus deiner Kopfhörerbuchse raus. Alles, was du dann noch machen musst, ist das Oszilloskop mit deiner Kopfhörerbuchse verbinden und dann hast du ein Bild, was du links siehst und rechts ist das Ganze auf dem Oszilloskop. Ich habe mir einen kleinen Verstärker zusammengebastelt dafür. Ich habe jetzt leider kein Video, aber es ist live, also du kannst dir das Oszilloskop live angucken, wie die einzelnen Glyphen auseinanderfallen. Man sieht auch ein paar Verzerrungen da, weil mir die Pfade zwischen den einzelnen Glyphen relativ egal sind. Ich werde heute auf Deutsch noch einen längeren Talk zu dem Thema halten, 1945 auf der Chaos Zone Stage. Es wird aber nichts aufgenommen, also müsst ihr vorbeikommen, wenn ihr ein bisschen mehr Hintergrund haben wollt zu dem Thema. Wenn ich erzählen soll, wie die ganzen Elemente zusammenarbeiten, ein bisschen mehr Details, wie man das integrieren kann und einen kleinen Ausblick, wohin das Ganze führen kann mit der Web Audio API und anderen. Also heute 1945 in Deutsch. Wer Fragen hat, fragt mich. Ich bin Quanten, ihr findet mich in der Chaos Zone. Auf Twitter könnt ihr mich fragen, at Quintus Quanten, könnt mich anrufen. Oder ihr könnt euch die Wiki-Seite angucken. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ich glaube Phosphor. Und da könnt ihr alles finden, was ihr braucht, um mich zu kontaktieren. Danke. Danke dir. Alles klar. Zunächst, seid ihr bereit, IT nachhaltig zu machen? Auf Deutsch. Oh, in German. My talk is about sustainability in software. You've heard it a lot. Sustainability, it comes from forest economy. It's very old. It's a European invention. Germans from everywhere. There's wood, which had been pretty valued because a lot of people devoted their lands in Mesopotamia, in Greece, whatever. And now we don't do that as much. We're taking care that we only take as much out of the forest like is growing back. That's the thought of, basic thought of sustainability. Bits and Bäume tried bringing this into IT and software industry. We took some environmental agencies and the government is also interested in it with a plenum in the parliament. In Switzerland, there are some initiatives. They have catalogs and criteria for what is sustainable software. Catholic Church also looks at this, and it's also in hardware. So what are the problems?
die Probleme sind. Problems are if big organizations do things, the complexities of the organizations go into the results. That's the by Conway. Software uses all resources like a gas, and technicians like technical solutions, especially if they are complicated. Different people see that in literature, and complexity seems to look nice and amaze people. And that's not good if you have to reduce complexity to make it easier. Feeding this is the possibility of doing it. Is feeding this because of Moore's law, which it was never very rational to be das hat bereits vor 25 Jahren dem überhaupt nicht gefallen. Der hat einen Aufsatz. 5 years ago, Wirt already didn't like this and talked about the software explosion. It's also in English, the German version is not digitalized by Springer, and the reference are on there, but not the article itself. The English thing are at Daniel Bernstein on the website as a great direct copy. Dijkstra has talked about this, the complexity as a growing problem. Software can only exist because hardware is getting so much more better. Can we do there some organizations that try to find alternatives? I think it only helps to make a radical cut and have software that is able to not grow, meaning software today that I like or that I'm building has to be safe for the future, be able to run on old hardware. 5 years is a big time scale, so we need the same criteria for the new Blauer Engel for software, which says that software has to run on 5-year-old systems. So only this way you believe that software can be used without using more hardware resources. That's the reason software is driving hardware investments. On this topic, I'll have a discussion at the Vintage Computer Cluster on 2000. If you want to discuss, argue, be positive or destructive or whatever, I would be very interested if you come along and talk to me on how IT could have zero growth. Thanks a lot. Have a good Congress and wash your hands. Der nächste Vortrag ist Free Pascal. Hallo, ja. Mein Name ist Free Pascal. Hier ist ein Überblick über Cross-Plattform. Eine schöne Geschichte. Das Ganze ist angefangen 1993 von Florian Klempfel. Anfangs in Turbo Pascal geschrieben, 16-Bit, hat 32-Bit Code gemacht, 1995. Kurz danach wurde es übertragen für andere Betriebssysteme, Motorola 68. 2005 war es der erste Free Open Source Compiler für Windows 64. Ist ein Open Source Compiler unter GPL V2. RTL und dieses ermöglicht die Closed Source Application einzubinden, ohne
Cross-Platform, wie verschiedene Prozessorarchitekturen werden unterstützt. Die verschiedenen Architekturen. Als Plattform kann man auch JVM benutzen. Und als was ganz Besonderes gibt es den JavaScript-Compiler, verschiedene Operativsysteme werden auch unterstützt. Also Windows 3.11. We support various Unix-like systems like Linux, macOS X, or nowadays macOS. Wir sehen hier jetzt eine kleine Liste an unterstützten Betriebssystemen, das muss man ja nicht unbedingt vorlesen. We support the Amiga-likes, namely Amiga 3.x on the Motorola 68000. Amiga-likes 3.x, Amiga 4.x, Morphos OS, AOS, andere Systeme, OS 2, DOS, mit und ohne externe Atari ST, macOS, verschiedene Gaming-Plattformen, Game Boy Advance, Nintendo DS. Wir unterstützen auch Barebone Hardware, AVR, ARM zum Beispiel. Ein Object, der verschiedene Dialekte werden unterstützt durch das Mode-Konzept. Selectable Dialekte werden auch unterstützt, so wie TP Delphi, Mark Pascal, ISO, Extended Pascal. Custom Dialekte, die Delphi und Turbo Pascal ähnlich sind, PFC, Objekt FPC. Es gibt ein Namespace-Konzept, das es für C++-Developer attraktiv macht. Es ist ein objektorientiertes Programm, das Class keine Ahnung. Also ein Compiler wie Lazarus kann dann, oder eine IDE wie Lazarus kann dann auch zur Runtime Informationen bekommen. Wir können dann außerdem Templates wie C++ oder Generics wie in C Sharp verwenden. Wenn ich euch jetzt neugierig gemacht habe, dann könnt ihr es gerne ausprobieren. Die aktuelle Version ist 3.0.4, gibt es treespascal.org. Und ich würde auch vorschlagen, dass ihr die Lazarus IDE benutzt in der Version 2.0.6. Die gibt es unter lazarus-ide.org. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr auch gerne am Kongress hier mit mir reden. Ich sollte ziemlich gut erkennbar sein. Und das ist erstmal alles. Vielen Dank. Thank you. Next up is the Telnet Challenge, aka Winkelkatzen Challenge. It's going to be a German talk. Englisch, ins Englisch ist besser. Hallo, hi, my name is Aria. We are an assembly. Du kannst die Folien auch da unten. Ja, ja. Wir sind Assembly. Our Assembly, die sich hier auf dem Kongress gegründet hat und seit drei Jahren has been generated here since 33 we met here, and the last 3 years we have made an assembly to pay something back. What do? We make stickers. They're always very popular. It's not a commercial, and it's Klartext, as you can see. You should talk truth and come to the point. That was from the last congresses, the lower one you can still get. We're buying a lot by AliExpress and taking it here. And if you need something, you can just show up. And we are
trying to help people out. We don't earn anything, but trying to help people to come on. And we are giving you advices as well, how you can use this stuff, and how can you control a motor or something. We have bought a lot of LEDs and glued them to a drum. This is how you can find us. And the most interesting thing is that we have make a challenge. And whoever can make the cat wave, there you can win a prize. 2 years ago, there was another T-shirt. Now it's the one the speaker's wearing. You just have to make the cat wave. And this is a spoiler for the first and last stage. In the first stage, you're going to pass this challenge. On the last, I didn't get it. And if you go all the way, you can you get a T-shirt. The beta test has been made yesterday as a live test. 10 people have made it yet, and the fastest has used 7:40. Someone bragged about sleeping as well. You can see it, you can see it as a CTF to win a T-shirt. And I was bragging about being on time. Als nächstes kommen Unconventional Tactics für Online-Campaigning, also unkonventionelle Taktiken, um Online-Kampagnen zu machen. Hey there. Hallo. My name is Lena Rieger and mein Name ist Lena Rieger und ich bin Designer für digitale Kampagnen, für Non-Profits. Und mein Thema ist, sind unkonventionelle Taktiken für eben diese Kampagnen. Jetzt als erstes habe ich eine Frage für euch. Hat irgendjemand hier im letzten Jahr eine Online-Petition mit unterzeichnet? Ja, das sind schon einige von euch, weil Online-Petitionen vielleicht das wichtigste und die häufigste Taktik sind, um online eine Kampagne zu starten. Aber die Frage ist jetzt, gibt es noch mehr Wege, ein Ziel zu erreichen oder Zielpersonen zu erreichen und die Supporter und die Unterstützer zu finden? Was ihr machen könnt, ist, lokalisierte Daten zu verwenden. Als Beispiel hier einmal Fahrradfahrersicherheit. Anstatt die Nummer, die Zahl an Fahrradunfällen für ganz Deutschland zu nehmen, könnte es sein, dass man sich nicht damit verbinden kann, weil es einfach eine sehr große Zahl ist und nicht viel mit den persönlichen Leuten zu tun hat. Aber wenn ihr das jetzt auf eure Stadt runterbricht, dann ist es viel einfacher, sich damit etwas vorzustellen. Ein Beispiel hier könnte sein, dass es ein kleines Formular gibt, in dem die PLZ oder die Postleitzahl angegeben wird. Das ist dann verbunden mit einer kleinen Datenbank. Und dann gebt ihr die Anzahl an Unfällen in der direkten Umgebung des Unterstützers zurück. Und schon kann der Unterstützer sich viel besser damit identifizieren. Und dann fragt man natürlich nach mehr. Also kann man nach mehr fragen. Man könnte zum Beispiel nach Telefonnummern fragen. Und diese Taktik funktioniert so, dass man einen Unterstützer hat, der schon interagiert. Und dann holt man sich die Telefonnummer und dann liefert man diesen Leuten ein Telefonskript, das sie mit Argumenten versorgt, dass diese Unterstützer dann selber benutzen können. Das hat den Vorteil, dass der Unterstützer sehr viel effektiver wird und es ist sehr viel schneller und interaktiver als jetzt eine E-Mail, die man ja auch erstmal ignorieren kann. Dann ist natürlich das Zielbüro ein interessantes Ziel. Hier gibt es zum Beispiel eine Konferenz, in der eine große Gruppe am Ziel-Audience oder der Zielgruppe an einem Ort sich schon vereint. Und man kann jetzt hier Werbung für Facebook und Google schon vorbereiten, die das über das Thema informieren. Und dann kann man IP-Targeting verwenden, damit diese
Werbung hauptsächlich da gezeigt wird, wo eben diese Konferenz stattfindet. Das heißt, bei der Konferenz werden die Teilnehmer der Konferenz es so sehen, als wäre die Werbung überall im Internet, aber es ist sehr stark gezielt, dass man es wirklich nur die Interessierten oder die Zielgruppe sieht. Das nächste ist natürlich, dass man die Website spoofen oder fälschen kann des Ziels. Auf einer Konferenz ist es sehr häufig, dass man sich die Website anschaut, der Konferenz, auf der man ist. Und oft wird diese Seite über Google gefunden. Und wenn man mit Search Engine Optimization, also Suchmaschinenoptimierung und Werbung clever agiert, dann kann man diese Seite oder diese Aufrufe fehlleiten auf eine eigene Seite. Natürlich ist es hier wichtig, dass man den legalen Rahmen im Auge behält. Und kontaktiert uns bitte. Vielen Dank. Six minutes right now of free time, but we'll continue with the next talk. TSDB mal anders. It's going to be a German talk, I think. TSDB in another way. My name is Tevila. I'm going to talk about TSDB. What is it? Time series database. It's a simple, it's a data bank, key value store. The key is a time. There are few or non-meta data, and mostly it's a write once, read many. What do you use this for? Monitoring requests, CPU, RAM, disk usage, as you can see. Until now it has been displayed like this. Data is being stored at several times. Nowadays it's more beautiful, but the same principle. What can we use it for if it's not monitoring? Yeah, I've got one use case from the industry. Think about energy. Power will be delivered by several sources. They're working with 15-minute time windows, and internal processes are in working with time slots of 15 minutes as well. There's an IDE standard which is based on 15 minutes time slots. If you could choose which data source should leave your power, you could imagine that according to what choice you make, you could choose. So you could display it graphically like this. That here you can see that in the winter there's less sun than in winter than in summer. Here you can see the sun is light is more a day. This is quite boring. The creative part, who was a 343C3 and looking at the infrastructure review and seeing this one. That's a NOC dashboard from the 343C3, and people were thinking about what is this. This is Morse code for 343C3. Last year someone wrote this. Someone had more time to prepare. This is not all. This is POX display. I don't know if anyone has seen this before. The nice part is not that, but if you make a mouse over, it's a serious date. This is an example how to make a dot. Now an example, there's some metrics and
they are being layered, and yeah, they are being colored. And because it doesn't make any, it is not fun to make this by hand, so you can just go to this URL and get the code and make pictures yourself. I would be happy if anyone would like to give us, connect us to something bigger and have some fun. Thank you. Let's go. Yeah, this year I've worked on my master's. Dieses Jahr habe ich mein Master's gemacht und hatte eine Menge Probleme. Viele Artikel haben neue Resultate gebracht und keine Möglichkeit, es zu reproduzieren. Viele Artikel haben über Sachen gesprochen, die es fast nicht gab. Und das Framework, was ich benutzt habe, war sehr kompliziert. Grundsätzlich musste ich alles von Anfang an selber machen. Und das ist nicht, was man machen müsste. Es hat viel Zeit gekostet. Und die erste Sache, als erstes, gib den Source Code frei für dein veröffentliche deinen Source Code. Zum Zweiten, alle Details in absolut alle Parameter angeben und die Abhängigkeiten, aber unbedingt dokumentieren und es bekannt machen. Das ist überflüssig, den Autor eines Papiers, eines Papers anzuschreiben, um rauszukriegen, was da vorgegangen ist. Das müsste wirklich in einem Artikel drinstehen. Zum Dritten, brauche ein normales Machine Learning Framework wie TensorFlow und mach nicht euer eigenes. Es ist eine Herausforderung, aber alle anderen werden euch dafür hassen und es macht die Sache viel komplizierter. So, zum Vierten. Mach euren Source Code in Paketen. Python, was oft eingesetzt wird, kann man sehr leicht in Pakete schreiben und es kann danach abgeloadet werden. Und andere können dann sehen, welche Abhängigkeiten es da gibt und können sehen, wie es läuft. Und also nur die Datensätze sind zu groß, die nicht in den Speicher passen. Zum Fünften, folge die Clean Code Rules. Jeder kennt, dass man den eigenen Code nicht mehr lesen kann. Man sieht, was geschrieben ist, aber man versteht nicht, warum. Folge die best write cleanly. Halte euch zu diesen fünf Regeln und solltet ihr ein Editor sein, nimmt nicht Eingaben ein, die diese Sachen nicht einhalten. Verschwende nicht die anderen Leute Zeit. Vielen Dank. Als nächstes kommt Accessibility für Erwachsene, Autistinnen auf Großveranstaltungen. Auch sehr schön übersetzt hier schon auf der Folie. Hallo. Also es geht um Zugänglichkeit für Autisten, für Erwachsene. Kinder sind nicht mein Department, da kenne ich mich nicht aus. Also warum brauchen wir das überhaupt? Vielleicht haben wir selber gar keinen Autismus. Naja, sicher. Accessibility oder Zugang, erleichterter Zugang hilft allen. Also vielleicht braucht nicht jeder einen
ein Rollstuhlzugang, aber jeder ist froh, wenn es einen Fahrstuhl gibt, wenn er zum Beispiel krank ist und das dann auch nutzen kann. Man sollte seltsames Verhalten auch einfach tolerieren. Und das sollte auch die Policy sein, also die Vorgabe. Man sollte Leute nicht alle zwingen, gleich zu sein. Und man sollte Leuten auch erlauben, Räume zu jeder Zeit zu verlassen. Manche Leute müssen rauchen, manche müssen die Toilette benutzen. Es sollte normal sein, dass man den Raum verlassen kann. Man sollte Leute nicht zwingen, zu Partys zu gehen. Oft haben Menschen mit Autismus Probleme in sozialen Situationen. Und sie haben auch Probleme, Eindrücke wie Licht und Klang zu unterdrücken oder einzuordnen. Und sie wissen oft selbst nicht, was das Beste für sie ist. Man sollte ihnen Möglichkeit geben, teilzuhaben, so dass es für sie gut ist, dass alle Menschen teilnehmen können und es sollte einfach nicht zu überwältigend sein. Man sollte auch sehr vorhersehbar sein mit seinem Zeitplan, damit Leute, also alle Leute, einfach ihren Aufenthalt möglichst gut planen können. Man sollte außerdem das medizinische Personal gut schulen. Menschen mit Autismus haben einfach, wenn sie überwältigt sind, manchmal Shutdowns, dann können sie nicht mehr reagieren, sind schwer ansprechbar. Und das kann einfach passieren. Das kann außerdem sich so äußern, dass man sehr wütend erscheint und unfähig ist zu reden, dass man einfach das Bewusstsein verliert oder man wirkt, als würde man schlafen. Bitte Menschen mit Autismus auch nicht ohne Zustimmung, explizite Zustimmung anfassen. Das kann sehr, sehr schwierig sein. Und jetzt kommt hier noch ein Bonus-Level. Wenn wir wirklich ein All Creatures Welcome-Event machen wollen, dann können wir solche Karten ausdrucken. Das passt vielleicht nicht auf jeden, aber es ist ein gutes Zeichen, um Leuten zu zeigen, dass sie eingeladen sind. Wenn ihr mehr reden wollt, könnt ihr C3 Auti oder auch mich kontaktieren oder auch einfach zu unserem Stand kommen und wir können darüber reden. Vielen Dank. Thank you. So, next up is going to be Disruption Tolerant Networking. Störungstolerante Netze. Das ist der nächste Talk. Wir sind auch störungstolerant. Alright, go ahead. Bitte fang an. Hi. Keine Slide. Keine Folie. So, warte mal. So. That's good. Okay. So, some delay. Heute eine kurze Einführung in das heute gibt es Situationen, wo es keine reliable Uplinks gibt. Der Zugang zum Internet mag gestört sein, die Infrastruktur mag kaputt sein. Ihr könntet auf dem Land sein. Die typische Lösung ist, Wireless Mesh Netzwerke aufzubauen. Heutzutage ist es oft der Fall, dass die Mesh-Networke nicht ausreichend sind. Hier haben wir ein Bild von einem typischen Mesh-Network. Und wenn ihr eine Verbindung von links nach rechts aufbauen möchtet, und da könnten Pakete hin und her transportiert werden. Aber bei TCP muss sowohl hin wie her der Verkehr laufen. Wenn die Abstände sehr groß sind, könnte es sehr lang dauern. Wenn eine Verbindung unterbrochen wird, funktioniert es überhaupt nicht. Im richtigen Leben ist es oft der Fall, dass die Sachen nicht with your peer group, with your people, and you just have small mesh networks for yourself,
manchmal hat man kleine Inseln von Netzwerken, wo nur kleine Gruppen Verbindung haben. Wir haben Netzwerke, wo es keine End-to-End-Connection gibt. Wir haben keine Möglichkeiten, Roundtrips zu haben. Es muss auch funktionieren, wenn es, wenn die einzigen Knoten sich bewegen und daher die Tolerante. Die Pakete werden Hop-to-Hop in eine Story-Carry getragene Art. Das kann man sich hier in dem Beispiel gut ansehen. Da gibt es jetzt zwei Gruppen, wie vorher auch. Und der markierte Knoten möchte jetzt einfach die Daten übertragen. Und dieser Knoten hat jetzt die Daten, er besitzt sie und überträgt sie an die benachbarten Knoten. Jetzt geht ein Knoten aus der unteren Gruppe nach oben, weil es mobil ist. Der übernimmt das Paket, bewegt sich in seine alte Gruppe und bringt es zum Ziel. Das ist jetzt mit Internetprotokollen und insbesondere TCP nicht möglich. Andere Protokolle, jetzt zum Beispiel das Bundle-Protokoll, da gibt es jetzt einen Draft zu, also in eine erste Version. Und das soll diese RCFC-Norm ersetzen. So sieht jetzt ein Bundle aus. Man hat drei Blöcke und ja, den Primärblock, den Hop-Count-Block und dann zum Schluss noch den Payload-Block. Und der ist der, die wirklich die Informationen trägt. Der Hop-Count-Block ist jetzt optional, aber man kann einfach sein Bundle für den Transport erweitern. Das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, schon alles implementiert. Es gibt eine Golang-Bibliothek und es beinhaltet einen Router und ein Application Interface, also für eine, ja, ein Interface für das fertige Programm. Wir können verschiedene Protokolle verwenden, das kann TCP-basiert sein oder auch LoRaWAN. Es kann verschiedene Dinge wie Bluetooth, E-Mail, QR-Codes per Taube funktionieren. Alles, was, wenn wir jetzt ein großes Netzwerk haben, dann braucht man natürlich internes Routing oder eine Wegpfadfindung und das haben wir. Wir können die RESTful API verwenden oder auch die Software wie eine Library. Das ist alles. Vielen Dank. Thank you. Next up is Tesla Radar. Der nächste Vortrag ist Tesla Radar. Hello, my name is Martin and I'm talking about Tesla Radar in a very brief talk today. Eine kurze Rede über Tesla Radar, eine Introduktion über mich. Mein Name ist Martin. Ich mache Bluetooth Security Research und das ist furchtbar lange her. Ich weiß es selber nicht mehr. Das ist mein erster 21. Kongress, wo ich hier bin. Die Sache, über die ich jetzt zu sprechen habe, manche Tesla Models 3 oder überhaupt Teslas übertragen ein uniques Identifikation über Bluetooth. Die bekannteste Modell ist ein 3, Y wahrscheinlich auch. Die haben ein Firm Key Feature implementiert, ein Keyless Technologie, das kein Keyfob benutzt, aber euer eigenes Handy benutzt, um das Auto aufzumachen und euch das Fahren zu ermöglichen. Um dieses zu ermöglichen, benötigt es ein Key-Feature. Ihr könnt es nicht ausmachen und daher kann jeder euch es
finden und auch tracken. In mindestens in Europa, jedenfalls in Europa ist es eine Privacy-Sache. Es könnte Autodiebstahl at intersections and wait for a well-insured car to come around the corner, which has no right of way, and die Möglichkeit, Leute zu anzugreifen durch einen Hinterhalt, wo man wartet, bis dieses Signal auftaucht, und dann kann man Leute anfahren. Es ermöglicht die Observation von Einzelpersonen. Die Situation ist, ich habe Tesla geschrieben, ich meine hier, es gibt es eine Privacy Issue, und sie haben freundlich geantwortet und sehr professionell, dass sie sehen die Sache anders, und weil es so viele automatische Nummernschildleser macht es nicht den großen Unterschied, ob diese Identifier abgeschaltet werden oder nicht. Das ist die automatischen Nummernschildleser gibt es in Amerika, ja, aber in Europa eben nicht wegen der GDPR. Wenn es eine App geben würde, habe ich gedacht, die diese Sache lösen könnte. Daher habe ich diesen Android-App gemacht, weil der Android Radar heißt. Funktioniert ein bisschen wie Pokémon Go. Es hat es ermöglicht, Leuten Teslas zu finden und sendet Daten zurück zu einem Server, wo das Ganze auf einer Karte aufgezeichnet wird. Diese Gamification kann die Aufmerksamkeit von Tesla auf sich ziehen, so dass Tesla das Ganze richtet. Bitte holt euch diese App, seht, wo es überall Teslas gibt, und Hilfe mit bei diesem Projekt. Ihr braucht euch nicht für Teslas zu interessieren. Mach mal mit und helf, das Ganze zu unterstützen. Wenn ihr noch immer nicht überzeugt seid, seid ihr in guter Gesellschaft. Thomas aus Holland ist ein Ingenieur. Er hat das zum nächsten Level genommen. Er hat ein Tesla-Radar gemacht in Holland. Und hat die meisten Observationen von Teslas, 2000 in einem Monat. Die Danksagung, es gibt dieses jetzt in 16 Ländern und Daten, wie ihr seht. Ich würde sehr dankbar sein, wenn ihr hier mitmachen würdet. Ich habe auch Stickers und ich bin beim Telnet in der Telnet Assembly zu finden. Vielen Dank. Next up is Open Source Licenses. Als nächstes kommen die Open Source Lizenzen. Hallo, mein Name ist Hon Phuc Dang. Ich spreche für die Open Source Initiative. Also ich dachte, ich fange jetzt erstmal mit einer kleinen englischen Version. OSI. Was ist die Open Source Initiative? OSD. Was ist eine Open-Source-Definition? Also die Open-Source-Initiative ist eine globale Non-Profit-Organisation, die sich darum kümmert, die Open-Source-Definition
kümmert und sich darum kümmert, diese Lizenzen zu reviewen, zu verwalten, zu veröffentlichen. Und jetzt die Definition. Das ist ein Dokument, das wir veröffentlichen, um festzustellen, ob eine Lizenz eine Open Source, Open Source Marker verdient. Und das haben wir abgeleitet von den DBN Open Source Guidelines. Es muss unter anderem Zugang zum Source Code liefern. Aber es muss außerdem die folgenden Kriterien entsprechen, die man auch auf unserer Website opensource.org finden kann. GPL, MIT, Apache License, Mozilla Public License. Diese sind sehr beliebte Open Source Lizenzen. Die hat das OSI auch bestätigt, aber es sind nicht alle. Auf unserer Website findet man auch bis rund 100 Lizenzen, die schon bestätigt wurden als Open-Source-Lizenzen. Der Hauptzweck des Review-Prozesses ist es, Softwarefreiheit zu liefern und sicherzustellen, dass jede bestätigte Lizenz auch tatsächlich mit den Definitionen übereinstimmt und die Kriterien erfüllt. Alle Lizenzen müssen erst einen öffentlichen Review-Prozess durchlaufen und jede einzelne Lizenz wird auch in einer Mailingliste besprochen und nach 60 Tagen wird eine Entscheidung festgestellt und spätestens 30 Tage nach zur Einreichung. Also wenn man einen Antrag stellen möchte, sind das hier die empfohlenen Schritte. Man sollte erstmal die Definition lesen und sicherstellen, dass die Lizenz wirklich mit diesen Regeln übereinstimmt. Und dann kann man den Vorgang starten, aber man sollte am besten den Vorgang nochmal, also die Schritte nachlesen auf der Website. Wenn jemand hier auf dem Kongress noch mit mir reden möchte, ich bin hauptsächlich in Halle 2. Im CDC-Bereich. Ihr könnt mir auch gerne einen Brief schreiben, das mag ich sehr gerne. Und ich werde mir auch Mühe geben, noch während dem Kongress zu antworten. Vielen Dank. So, beim nächsten Talk geht es um Lüt-Workshops. Hallo. Also, meine erste Folie zeigt erstmal, wo diese Hardware-Hacking-Area sich befindet. Da muss man hier einmal durch die Halle durch, dann an den Toiletten vorbei, Haupttür, und dann solltet ihr das eigentlich finden. Gut, also worum geht's in der Hardware-Hacking-Area? Wir haben über 100 Lötstationen, die meisten für Leute, die jederzeit mit ihren Sachen, was immer sie dort löten wollen, mitbringen können und dort zusammen löten oder dran basteln können. Falls ihr nichts dabei habt, dann haben wir auch Sachen, die wir verkaufen können zwischen Mittag und 5 Uhr jeden Tag. Und ich habe also auch so eine Batch dieses Jahr gemacht, wo es darum geht, ich habe sie hier in der Tasche, genau, dieses kleine Löt-Kit hier. Gibt es eine Gegenspende, und ich habe 600 mitgebracht. Wenn das nicht ausreicht, dann spendet bitte mehr, dann können wir auch mehr davon mitbringen. Ja, wir sind leider nicht reich. Gut, also ich halte auch eine Reihe von Workshops, und ein Workshop, also der, den ich heute Abend, morgen und dann drüber morgen noch mache, ist so eine Einführung in Arduino, zusammenlöten und programmieren. Da geht es also um Surface Mounting auf dem, und innerhalb von einer Stunde lötet man analoge Inputs, analoge Outputs zusammen, und es sollte dann für jeden zusammen funktionieren. Und heute zwischen 3 und 5 kann man sich dafür einschreiben, oder morgen.
und ich in der Hardwiring Area, wo ich gesagt habe, wo die ist vorhin. Und das andere ist, dieses Spielzeug hier zu bauen. Ihr seht auf dem Video, was da passiert. Man drückt da einmal drauf und dann lädt man sich selber auf. Also man hat so einen Moment, wo man sich entspannen kann. Es hat jemand in meinem Hardware Hacking Space designt und die hat eine sehr, sehr ängstliche Freundin und deswegen ist es so ein Gerät, was einen daran erinnert, sich zu entspannen und mal durchzuatmen. Das andere ist ein Gerät, wenn man es im richtigen Tempo drückt, dann ändert sich die Richtung oder es wird heller und das ist zum Löten lernen. Ja. Das Video hat jetzt nicht geklappt. Hier gibt es nochmal Löt-Workshop für Surface-Mounted Löten für absolute Anfänger. Und dort, wo wir diese Kits verkaufen, dort kann man sich auch wieder einschreiben. Wir haben auch noch Plätze frei. Und das hier ist schon voll. Und dann gibt es noch Platz in diesem Workshop, wo es ein Arduino-Synthesizer ist, der gebaut wird. Und ja. Das mache ich zusammen mit jemandem, der den anderen Workshop auch gemacht hat. Und hier bauen wir, wie gesagt, einen Synthesizer. Da gibt es auch noch ein paar freie Plätze. Und das Macabuino ist leider auch schon voll. Mal schauen. Ich glaube, hier gibt es noch ein paar Plätze, in dem da geht es darum, dass man einen Geigerzähler baut. Und da gibt es noch einen Workshop für die Luftqualitätsmessung. Und wie gesagt, alles in diesem Hardware-Bereich auf dieser Website und im Wiki, da kann man sich, genau, dann folgt ihr einfach den Anweisungen dort, dann könnt ihr euch das Kit besorgen und euch auch einschreiben. Ja, dann gibt es noch zwei FPGA-Workshops. Einer ist, so eine Stoppuhr zu bauen und ich glaube, das kostet nichts und es ist heute Abend. Und ihr kauft aber sozusagen dort die Materialien, deswegen ist der Workshop dann frei. Und ja, dann gibt es noch den FPGA-Workshop, wo man einen USB-Port baut. Und ja, das ist auch schon alles. Danke. Als nächstes kommen die spannenden Linux-Entwicklungen für Handys. Thank you. Vielen Dank. Also, mein Name ist Jan. Ich komme aus dem UbiPod-Projekt. Ich bin offensichtlich keine unabhängige Quelle, aber ich wollte die Möglichkeit jetzt nutzen, um ein bisschen Propaganda zu verbreiten. Also Linux und Handys. Also warum sollten wir es denn überhaupt probieren? Weil Android einfach nicht funktioniert. Es gab da ein paar andere Gründe, warum ich da letztes Jahr drüber geredet habe, aber ich wollte euch dieses Jahr nochmal an unsere Projekte erinnern. Und es sind natürlich meine eigenen Eindrücke. Rede ich nicht über alle Projekte, weil es gibt dafür zu viel zu reden. Also ich wollte euch einfach nur noch ein paar Highlights geben. Also das erste ist natürlich, das coole ist Ubuntu Touch. Das Ganze hat als offizielle Distro für Ubuntu-Handys begonnen. Es wurde dann später ein Community-Projekt, also vor 2 Jahren. Und es wird immer noch weiterentwickelt. Und das finde ich echt cool, um zu verfolgen. Und das Nächste, was ich natürlich cool finde, ist KDE Plasma. Das ist eine Anpassung von Plasma Mobile. Und das ist eine Anpassung von KDE Plasma. Es ist echt spannend. Es ist nicht ganz für den täglichen Benutzung geeignet, aber die machen echt große Fortschritte in kurzer Zeit und es wird echt cool in der Zukunft. Das nächste ist PostmarketOS. Das ist ein bisschen anders. Es gibt ein paar andere Architekturansätze, die anders sind. Die reizen aber wirklich das fällt aus und es ist vor allem dazu gedacht, um das Leben von Handys zu verlängern. Man kann da wunderbar Handys benutzen von vor 10 Jahren, darauf läuft ein Alpine Linux und es funktioniert auf alter Hardware. Es ist aber noch nicht für den täglichen Gebrauch geeignet. Aber das könnte vielleicht nächstes Jahr es könnte was in den nächsten 2 Jahren werden. Und das nächste, also wenn wir über Hardware reden, das Interessante ist das Pine Handy.
Das ist eigentlich eine Firma, die früher Raspberry Pi Klone hergestellt hat. Dann haben sie einen Laptop gemacht und haben sie jetzt auch ein Handy rausgebracht. Und es ist ab jetzt lieferbar. Es kostet $150. Es ist wirklich coole Hardware und es ist echt spannend. Darauf läuft ein Linux und das Ganze ist Open Source, durch die Community getrieben und es ist nicht firmenabhängig. Wenn man aber hier hat es jetzt ein deutsches Startup, die versuchen ein Handy komplett in Europa herzustellen oder in Deutschland. Es gibt da unterschiedliche Betriebssysteme für. Hier sieht man zum Beispiel einen Prototypen. Also, wie installiere ich das Ganze, wenn ich kein eigenes Gerät dafür kaufen möchte? Weil die meisten unterstützten Handys sind meistens sehr alt, deswegen gibt es sie günstig zu kaufen. Das ist zum Beispiel jetzt der UMB-Ports Installer. Wir haben am Anfang gesagt, okay, wie einfach können wir es machen, das auf fremde Hardware zu installieren? Und wir haben dann ein paar Handys für 50 Euro auf eBay gekauft und haben dann den Installer drauflaufen müssen. Also deine Oma könnte es installieren auf ihrem Handy, ohne dass man bei ihr dort über die Schulter gucken müsste. Und jetzt versuchen wir noch andere Betriebssysteme in diesen Installer reinzubekommen. Also wir möchten eigentlich jede Android-Alternative oder Android Derivative unterstützen. Wenn es installieren will, redet mit mir nachher oder geht hier auf GitHub unter der URL. Und wär cool, wenn ihr da irgendwie eure eigenen Installationssachen reinschreiben könnt. Wir haben da ein README-Format entwickelt, wo man da ein paar Sachen reinschreiben könnte, was beschreibt, wenn das Handy installiert, und dann ist das Ganze automatisch sichtbar. Das war's. Hier sind die Links, über die ich geredet habe. Auf der anderen Seite seht ihr meine Kontaktinformationen. Das wird auf jeden Fall spannend, wie sich dieses Feld weiter bewegen wird. Und vielen Dank und bis dann. Okay, als nächstes kommt Hacking Ecology, Ökologie hacken. Also los geht's. Yes, hi, I'm Mario. So, welcome to Hacking Culture Part 2. Part 1 was a talk by Theodore, who had the same title and did a talk. And there was a question, so how can hackers help out with environmental projects? So, now we have four very, very palpable projects. So first is we did, it's about visualizing data. Data are freely available on the web by NASA or something like this, United Nations. So it's hard to get them. And so it's different data formats, different databases, different websites. And what we do is we built a good visualization tool which makes it easy to present the data, to showcase the data. Because there's a lot of concerning trends in the world, like rising earth temperature, rising energy consumption, and so, yes, second project is Snooze Against Machine. You probably know this. You would like to do something for the environment, something against capitalism. You want the revolution, but sometimes you just want to sleep long. And what we have is there's an app. Anytime you press the snooze button on your clock, then you do a donation to organization. There's a lot of applause for that. And so maybe you donate for an organization which informs about the health risks with the snooze command. And you can even combine it with a voice command. You can just have to shout out, shut up and take my money, so the clock goes silent and you can sleep on. Okay, and the third project, that's about root rhizotrons. That's some colleagues of mine. We don't know a lot about what's happening in the soil. How do plants grow in the soil? And still the soil is one of the largest carbon sinks in the world. And we would like to monitor root growth. And what we do is we have a transparent tube that's called a rhizotron. And we put a scanner in there and it just monitors the growth of the roots around the tube.
Typ. It costs about 20,000 euro and it doesn't work too well. And we would like to disassemble a mobile document scanner I brought along. So maybe someone knows something about 3D printing and about microcontrollers. I would need some help there. And here's project number 4. That's more like making contact. The basic problem here is a lot of animals die when the fields are mown, and so because they hide in the fields, and if they hide there, they're being killed by agricultural machines. And what people do is they mount infrared cameras on drones, and then you can monitor where an animal hides in a field. And what is needed is an app that sort of guides the people on the ground, saying, okay, you have to go 30 meters to northeast, and then you find the animal so that it can be brought out of the fields before they are mown. And maybe someone of you is interested in the project and would like to join in. If you would like to join any of those projects, then please come over. We have a space at Wikipacker at 7 tomorrow in the Wikipacker library. And if you're watching this talk online, then you can just write an email. And you can also, if you watch the video, just write an email, write a note or a message. If you want to help out, it's really exciting and we would like some help. So thank you. Thank you. Vielen Dank. Als nächstes kommt Freunde dich wieder mit Buchhaltung an. Mein Name ist Luis. Ich arbeite als Programmierer und ich arbeite seit 2016 mit GNU Cash. Diese Software wird seit den späten 90ern entwickelt und ist deshalb sehr umfangreich. Und wenn man sich hier anschaut, also worum es hier geht, ich schaue das mal an. Also beim Accounting geht es um Folgendes. Bei Accounting geht es darum, dass Geldbewegungen Bewegungen verfolgt werden. Und das kann also ein Bankkonto sein. Es kann aber auch ein Versicherungsaccount sein, zum Beispiel. Ich glaube, dass es in Deutschland auch Ähnliches gibt. Und so ein Konto repräsentiert, wo das Geld also herkommt, zum Beispiel von Gehältern. Wenn man in verschiedenen Firmen arbeitet oder verschiedenen Typen von Einkommen hat. Ein Account kann aber auch repräsentieren, wo das Geld hingeht, zum Beispiel für Essen, für Dienstleistungen, für Transport oder so. Ein Konto kann aber auch repräsentieren, wie viel man schuldet, also jede Art von Schuld, zum Beispiel Studentenkrediten oder Steuern, die man später nachzahlen muss. So ein Accounting Book ist also eine Sammlung von solchen Konten. So ein Kontobuch zentralisiert das Ganze. Es kategorisiert also die Finanzen, die man hat oder die man übernimmt. Und da gibt es eine ganze Menge Vorteile, die das Ganze hat. Zum Beispiel, ich meine, das Offensichtlichste daran ist, dass man weiß, wo mein Geld eigentlich hingeht. Was ich also gerne mache, ist zum Beispiel Sachen, die immer wiederkehren, zu trennen von Sachen, die nur einmalig passieren. Zum Beispiel Sachen, die halt, also Streaming-Services, Telefonrechnungen und ähnliches, also alles, was so monatlich abgeht, dass ich das trennen kann von Reisekosten zum Beispiel. Zum Beispiel meine Reise hier zum CCC, das ist ja nur was Einmaliges, was passiert. Und da kann man also sein Budget sozusagen besser überblicken und ein bisschen einschränken vielleicht sogar. Man bekommt da vielleicht auch eine Möglichkeit, weniger auszugeben, weil man genau weiß, was passiert. Oder man einfach nur sagt, na, ich möchte eigentlich nur so und so viel für Streaming ausgeben oder will ich wirklich so viel für Filme bezahlen. Oder ist das tatsächlich die Kosten, die ich für meine Telefonrechnung ausgeben möchte? Und bei die Banken in den USA, vor allen Dingen, die mögen sehr an diese versteckten Gebühren. Die bekommt man nicht so leicht zu sehen, aber das kann man natürlich mit so einer App, könnte man so oder so Software besser sehen. Das heißt, am Ende des Jahres würde man sehen, oh meine Güte, so viele versteckte Kosten habe ich meiner Bank gezahlt. Außerdem kann ich Fehler leicht missstellen. Zum Beispiel, wenn ich eine Rechnung falsch bezahlt wurde oder ein Gehalt falsch gezahlt wurde, zum Beispiel zu viel oder zu wenig. Normalerweise würde ich da gar nicht drauf kommen, aber wenn ich einen Überblick habe, dann gibt es mir eine Möglichkeit, dass ich das sehe.
Oder wenn ich verpasse sozusagen Geld wieder einzunehmen. Und ich kann also zum Beispiel schauen, okay, wie viel würde ich eigentlich von der Versicherung bekommen und ist das dann auch tatsächlich eingetroffen? Das kann natürlich zum Beispiel Ängste über meine finanzielle Situation einschränken. Das heißt, ich kann ein bisschen sicherer und ruhiger sein, weil ich weiß, was passiert. Und viele finanzielle Sachen, zum Beispiel, wenn man Schulden hat, dann kann man natürlich Sorgen und Ängste das machen. Bei Steuern ist das genauso. Und wenn man das Accounting macht, dann bekommt man natürlich einen besseren Überblick und das reduziert dann die Sorgen, die man sich machen muss. Und man kann auch Voraussagen über seine zukünftigen Ausgaben machen. Zum Beispiel sind Steuern ziemlich schwierig zu überblicken in den USA, aber so kann man zusammenrechnen und schauen, okay, wie viel werde ich wahrscheinlich später an Steuern bezahlen müssen. Da kann also eine Software helfen. Es gibt noch ein paar Pros dafür, die jetzt nicht unbedingt von der Zentralisierung kommen. Zum Beispiel, man kann tatsächlich Banken in den Wettbewerb zueinander stellen, weil ich natürlich weiß, weil ich sehen kann, okay, kann ich bei dieser einen Bank kategorisieren, kann ich das bei der anderen nicht. Hier habe ich die Möglichkeit, ich kann diese Gebühren vergleichen zum Beispiel oder die Zinssätze vergleichen. Und das andere ist, ich muss meine ganzen finanziellen Daten und Überblicke nicht jemand anderem überlassen, ich kann das selber tun. Außerdem kann die Bank dann sozusagen meine Ausgaben nicht tracken. Wenn ich das einfach vom Geldautomaten abhebe und ausgabe, dann kann diese Bank nicht sehen, was ich mache, ich kann es aber über meinen Überblick machen. Außerdem kann man Checks weiterverfolgen, das wird zwar nicht mehr so viel gemacht, aber wenn ich eine Buchhaltung darüber mache, dann kann ich einen ausgestellten, ausgestellten Check zum Beispiel sehen, okay, wann wird er eigentlich in abgehoben oder in Geld verwandelt, das sehe ich dann tatsächlich. Und es ist auch ein schöner erster Schritt, wenn ich eine eigene Firma gründen möchte und dann ein bisschen sicherer schon bereits bin in den Business-Finanzen, also Betriebsfinanzen zu machen. Es gibt aber auch ein paar Gründe, das nicht zu tun. Zum Beispiel, Accounting hilft eigentlich nur Leuten, die tatsächlich Geld haben, ne? Also wirklich reichen Leuten. Leute mit sehr, sehr wenig Geld, die haben eigentlich nicht so viel davon, diese Sachen oder sich so weit planen können, ist es nicht so nützlich. Außerdem ist es langweilig, aber ich finde, diese Zeit bekommt man wieder, die man investiert. Und ich habe leider keine Zeit für das letzte Mal, aber jemand tut es mir mit. Das möchtest du vielleicht nochmal drüber nachdenken. Aber auf jeden Fall hat man so einen Konflikt auf Interessen, wenn jemand anderes deine Finanzen verwaltet. Und das solltest du aber eigentlich selber tun. Ja, diesen Konflikt sollte man eigentlich aufheben. Niemand kann deine Finanzen selber verwalten als du. Wenn jemand genug Cash eingerechnet haben möchte, sind hier meine Kontaktdaten und dann erkläre ich alles, wie es funktioniert. Thank you. Vielen Dank. Solange wir nicht überziehen, dann können wir das auch irgendwie schaffen mit dem Countdown. So next up is, Bureaucracy Done Well. Als nächstes kommt die Demokratie des Tuns gut gemacht. So, hi. Hi. Ich bin Merlin. Und ich bin im Vorstand vom Hackerspace Gent. Ich werde heute darüber reden, wie wir unsere Gemeinschaft organisieren. Die erste Version von Hackerspace Gent hat vor 10 Jahren angefangen. Wir hatten nur 2 Regeln. Seid gut zueinander und entscheidet mit Konsens. Wir dachten, dass der Rest einfach so funktionieren wird. Aber leider hatten wir Unrecht. Unser Hackerspace war am Rande der Zerstörung und es gab sogar Diskussionen darüber, den Hackerspace zu forken. Um das zu lösen, haben wir den Hackerspace Hacken Workshop gestartet. Und das Ziel war herauszufinden, wie wir den Hackerspace am besten organisieren können, damit er den Leuten am besten dienen kann. Was dabei rauskam, ist die Hackerspace-Vorlage. Dort steht drin, wie die Gemeinschaft Probleme lösen kann. Das Ganze ist Open Source und gibt es online kostenlos.
Und wenn euch das interessiert, dann geht auf die URL hackerspace.design. Lest es dort nach und vielleicht könnt ihr manche von den Ideen dafür benutzen, Probleme in euren eigenen Gemeinschaften zu lösen. Das ist der zentrale Punkt meiner Präsentation. Geht auf diese Seite und lest das Buch. Jetzt rede ich darüber, was in den letzten 6 Jahren, in denen wir das System verwendet haben, so gelernt haben. Das erste ist die Demokratie des Machens. Die erste Regel ist also, man braucht nicht die Meinung von jedem, der von deinem Handeln beeinflusst wird. Frag stattdessen nach Vergebung, statt immer um Erlaubnis zu sagen. Aber nur, wenn das Ganze auch umkehrbar ist. Auch wenn du nicht sicher bist, ob das wirklich die allerbeste Lösung ist, kann man es trotzdem erstmal versuchen und schauen, wie es funktioniert. Das zweite ist zwischenmenschlicher Konflikt. Man darf ihn nicht ignorieren und es ist einer der Hauptgründe, warum Gemeinschaften sich auflösen. Wir sind dazu geneigt, den zu ignorieren, solange es uns nicht betrifft. Wir hoffen immer, dass es sich selbst lösen wird, aber das wird eigentlich nie passieren. Wie kann man das also angehen? Als erstes, man muss die Verantwortlichen finden, die das beobachten und sich darum kümmern, das zu lösen. Man kann da wirklich Leute mit beauftragen. Ihr seid jetzt dafür zuständig und schaut danach. Zweitens, erstmal redet ihr privat miteinander und versucht niemanden zu beschuldigen, während ihr das diskutiert. Und drittens, alle, die davon betroffen sind, sollten dann in einer moderierten Unterhaltung zusammengetan werden. Und das kann häufig helfen, diese Probleme zu lösen. Aber sehr wichtig ist, dass man wirklich Leute zuweist, die sich darum kümmern, darauf zu achten. Sonst wird es nicht passieren. So, jetzt ein paar Regeln. Wenn man ein Hacker ist, ist man sehr gut darin, Schlupflöcher zu finden. Nur Regeln zu verwenden, ist keine so gute Idee. Stattdessen sollte man die Menschen motivieren, das Richtige zu tun. Er schafft eine Kultur, in der jeder im besten Interesse des Hackerspace handeln will und nicht das nur deshalb tut, weil er dazu gezwungen ist. Und alle, die sich daran nicht halten wollen, schmeißt sie raus. Sie werden mehr vom Hackerspace nehmen, als sie zurückgeben können und deshalb ist es gerechtfertigt. Das beste Meeting ist kein Meeting, denn Meetings geben die Macht an die Menschen mit Meinungen, aber wir wollen ja eine Demokratie des Tuns, deshalb solltet ihr so wenig Meetings wie möglich haben. Das hier ist die zweitwichtigste Slide, die zweitwichtigste Folie in meiner Präsentation. Geht auf hackerspace.design, schickt mir eine E-Mail an merlinsebrechts@gmail.com, redet mit mir bei meinem Assembly. Morgen werde ich im Assembly einen deutlich längeren Talk geben, wo ich auch über diese Dinge rede. Vielen Dank. Als nächstes kommt Open Laser Tag. Hi, I'm Florian. Hey, ich bin Florian. Und ich bin Jules. Wir bauen ein Open Source Laser Tag System. Für euch, die nicht wissen, was Laser Tag ist, es ist praktisch Fange spielen, aber mit Licht. Es ist dieselbe Technologie wie in der Fernbedienung zum Beispiel. Und nachdem man Laser Tag gespielt hat, mit ein paar Freunden, haben wir uns zusammengesetzt, in Berlin an die Spree gesetzt und haben uns überlegt, naja, das kann doch nicht so schwer sein, dasselbe zu machen. Dann haben wir im Internet danach gesucht, ob es andere Leute schon gemacht haben. Natürlich gab es da schon viele, aber die meisten haben es in wirklich komplexen Wegen gelöst. Also, naja, wir haben gedacht, wir können das einfach lösen. Und deswegen haben wir die Reise begonnen, ein einfaches Open Laser Tag System zu bauen.
Wir haben unsere Ideen von dem, was wir erreichen wollten. Vor allem zum Beispiel gesagt, es soll billig sein. Es sollte, weil wir möglichst viele Freunde mit einbeziehen wollen. Und die Technologie sollte natürlich zugänglich und flexibel sein. Und das ist das Design, was wir praktisch entworfen haben. Unten sieht man dann den Tagger. Das ist praktisch die Infrarot-Kommunikationshardware. Und obendrauf auf den Tagger kommen. Also der Tagger beinhaltet ESPs, die dann mit dem Handy kommunizieren. Und im Moment machen wir es gerade noch nur mit einer Android-App. Für iOS haben wir das Ganze noch nicht. Und die App macht die meiste Logik. Weil und die Tagger übertragen praktisch nur die Daten und ganz obendrauf sitzt dann noch der Server, der dann zwischen den verschiedenen Spielern die Daten überträgt. Das ist, wie unser erster Prototyp aussah. Das ist ein ESP32. Und das Einzige, was man sonst noch braucht, ist, also das Einzige, was man braucht, ist diese Mikrocontroller und eine Infrarot-LED und einen Infrarot-Empfänger und eine Linse, um das Infrarot zu fokussieren, weil das man natürlich nicht streuen möchte. In dem Fernseher ist das vielleicht gewünscht, aber im LaserTag möchte man das natürlich fokussiert haben. Weil sonst, das macht das Ganze dann schwieriger, um die Leute zu treffen. Das war unser nächster Prototyp, hergestellt aus PVC-Rohren. Man sieht hier die Linse auch im rechten Bild und obendrauf ist der Infrarotempfänger. Was ich natürlich darüber auch noch sagen kann, ist, es gibt da drin kein PCB. Also man kann die ganzen Komponenten einfach bauen und zusammenbauen, ohne dafür, dass man PCB braucht. Unser neues Design für einen Tagger sieht dann so aus. Also das ist der Blueprint dafür. Das ist, wo wir gerade hardwaremäßig stehen. Softwaremäßig haben wir uns auch weiter fortbewegt. Also tatsächlich kann man jemand taggen und man wird tatsächlich getroffen und man bekommt eine Notification und das ist so weit, wie wir sind. Und jetzt erzählen wir euch natürlich, wo ihr uns noch treffen könnt. Also was uns noch fehlt, ist die Spiellogik. Also man kann noch kein Spiel spielen, aber die Technologie funktioniert. Also wenn ihr uns erreichen wollt, hier ist unser GitHub-Repo und natürlich auf Twitter. Und man kann uns die nächste halbe Stunde direkt an der LED-Palme finden, wo wir auf andere Leute warten, die LaserTag spielen möchten. Also wir haben einen ganzen Haufen Hardware dabei und wir können tatsächlich also jetzt heute Zeug bauen. Und wir haben nach einem Workshop-Zeitraum gefragt, aber wir haben leider keinen bekommen, also bis jetzt nicht. Vielleicht kommt da später noch was. Das ist dann in der Hardware-Hacking-Area, falls man seinen eigenen Tagger bauen möchte. Oder kommt dann dorthin oder trefft uns in der nächsten halben Stunde draußen an der LED-Palme. Vielen Dank. Danke euch. Als nächstes kommt der Binär-Analyse-Kurs. Vielen Dank. Heute möchte ich gerne mit euch über ein Programm reden, das ich entwickelt habe. Nicht über den Code, aber als Kurs zum Anwenden. Drei Themen. Wer bin ich? Da rede ich kurz darüber, wer ich bin.
was ist dieses Programm und drittens, wie bekommt man dieses Programm? Ich bin Max Kersten, mein Nickname ist Libra. Ich bin einer der Administratoren der Malware-Forschungsgruppe auf Telegram. Ich arbeite zurzeit als ein Gefahrenanalysator, Threat Intelligence Analyst. Auf meinem GitHub kann man den Code für das Programm finden, über das wir jetzt gerade reden. Was ist das? Das ist ein kostenloser Online-Kurs, der kostenlose und Open-Source-Tools verwendet. Und es dreht sich hauptsächlich darum, wie und wie man anfangen kann und zum Beispiel als Student ohne viel Geld. Wir erschaffen Tools für euch mit einer niedrigen Barriere für den Einstieg. Es kümmert sich also viel um das Wie und Warum. Wenn man etwas bereits weiß, dann kann man in den Anleitungen diese Schritte einfach überspringen. Alle Anleitungen sind Schritt für Schritt erklärt. Man kann die Experimente, die darin enthalten sind, wiederholen oder andere Binaries finden dafür. Eine weitere Besonderheit ist, dass es keine Bilder enthält. Manchmal sind Bilder toll, aber das zwingt mich dazu, alles klar in Textform zu erklären, was auf dem Bild ist, damit Menschen das in der Suche finden können. Ja. Man fragt sich vielleicht ein halbes Jahr später, hey, das habe ich doch irgendwo gelesen und will das dann suchen, aber wenn es auf Bildern oder in Videos ist, dann ist es sehr schwierig, das zu finden. Wenn es aber vollständig ausgeschrieben ist, dann kann man einfach die Suchfunktion des Browsers benutzen dafür, um das zu finden. Was wird behandelt? Es fängt ganz grundlegend an bei der CPU-Architektur. Danach geht es um die Assembly-Sprache. Man wird auch lernen, wie man Assembly schreibt und wie man es kompiliert. Was ist der Unterschied zwischen Assembly und Es geht von Browser-Plugins zu Malware ausführbaren Dateien, die ich gefunden habe. Es gibt da jetzt auch demnächst Sachen für Windows. Es gibt aber natürlich auch noch mehr. Man kann mal Artikel lesen, die Analyse lesen, wo ich hoffe, dass es euch wirklich gefällt. Oder mir gefällt es zumindest mal das Schreiben. Aber die Frage ist, wie macht man dann weiter? Also ich habe natürlich jetzt irgendwie was gefunden. Ich habe hier was geschrieben, was ich gefunden habe, aber es macht natürlich nicht so Spaß, das einfach nur zu wiederholen. Also wo finde ich aber dann neue Datenpunkte, die ich hier wieder analysieren kann? Also zum Beispiel, ich möchte eine bestimmte Version von einem bestimmten Programm, also dann muss ich aber halt genau danach suchen, um es zu finden. Und es ist natürlich auch wichtig, Struktur und Muster zu erkennen, weil man die später dann verwenden kann. Also wenn man dann zum Beispiel eine bestimmte Art von Obfuscation hat, zum Beispiel Pseudo-C oder in JavaScript oder irgendwie sowas, wenn man da bestimmte Strukturen oder Muster erkennt, die werden zum Beispiel auch in großem Detail behandelt, damit man das später anwenden kann. Also wie kann man darauf zugreifen? Man findet es auf meiner Webseite. Hier seht ihr es oder wenn die Folien nachher hochgeladen werden. Ich versuche einen Artikel pro Monat zu schreiben. Ich veröffentliche Nachrichten darüber, davor auf Twitter. Also wenn ihr mir auf Twitter folgt, seid ihr auch immer up to date. Und wenn ihr natürlich Feedback habt oder Ideen, schreibt mir einfach eine direkte Nachricht auf Twitter. Wir können über alles reden.
Und hiernach werde ich irgendwo hier in der Gegend sein oder draußen vorm Ausgang. Also, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, kommt gerne vorbei. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt ist also die heutige Lightning Talk Session vorbei. Bitte applaudiert für alle Speaker. Das war's dann mit den Lightning Talks vom Tag 1 vom 36. Kommunikation Kongress. Wir wünschen euch viel Spaß und hören uns wahrscheinlich morgen bei den nächsten Lightning Talks. Mm-hmm.